Hi Leute, willkommen bei meinem Mathe-Adventskalender. Keine Angst hier vor den Buchstaben. Schaut doch im Text nochmal genau nach, wo dürft ihr welche Ziffern einsetzen, gerade und ungerade, und wie oft darf eine Ziffer vorkommen. Nochmal zur Erläuterung nur für das Bild hier. GGU wird multipliziert mit UU und dann habt ihr hier eine schriftliche Multiplikation, wo ja dann die beiden Ergebnisse addiert werden und ihr sollt entsprechend diese Rechnung hier konstruieren. Viel Erfolg!